Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie man in Minecraft, wenn man neu angefangen hat, möglichst schnell etwas erreichen kann und auch schnell einen Unterschlupf bekommt, damit man nachts vor Monstern geschützt ist. Ja, zuallererst sucht ihr euch, wenn ihr im Spiel seid, Bäume. Die stehen überall in der Landschaft rum, denke ich, sind ziemlich gut zu erkennen. Und das Holz, das nehmt ihr dann erstmal mit. So, ein Baum würde auch erstmal reichen. Fünf Holz würde, also reicht sowieso mal für den Anfang. So, dieses Holz, was ihr jetzt im Inventar habt, welches ihr mit I öffnet, könnt ihr nun in das Crafting-Fenster reinziehen. Jetzt macht ihr einen Linksklick und könnt rechts aus dem Fenster aus einem Holz vier verarbeitete Holz rausholen. Das macht ihr jetzt auch, also mit allen. Jetzt habt ihr das ganze Holz. Jetzt macht ihr mit Rechtsklick in jedes Feld eins. So, jetzt habt ihr einen Crafting Table, der ist sehr wichtig. Den nehmt ihr euch raus und zieht den unten in die Leiste. Jetzt habt ihr den hier auch unten in der Leiste. In die Leiste könnt ihr mit Scrollen halt die Sachen ändern, die ihr in der Hand habt. Ja, die baut ihr jetzt erstmal hier hin, macht einen Rechtsklick drauf und legt zwei Holzstücke übereinander. Dann habt ihr Sticks. Mit Rechtsklick wieder zwei übereinander und nun müsst ihr versuchen, einen Gegenstand, den ihr haben wollt, möglichst wahr nachzumachen. Ich möchte eine Spitzhacke, also drei übereinander. Es gibt auch eine Axt, das sah ja so aus, eine Hacke für Rasen und wenn man das auch noch wegnimmt, eine Schaufel. Aber in dem Fall brauche ich eine Spitzhacke, denn mit der Hand kann man keinen Stein abbauen. Und da oben ist auch Kohle, die ich brauche, um mir nachher Fackeln zu machen, damit es in der Nacht auch hell ist und keine Monster spawnen. Dort oben werde ich das mal eben hinlaufen oder hinspringen, eher gesagt. So. Sehr schön, hab's geschafft. Und jetzt brauche ich die Kohle hier einfach mal raus. Na, ist sogar gar nicht mal so wenig Kohle. Das ist sehr gut für den Anfang. Kohle ist ein sehr wichtiges Material, weil man immer wieder Kohle für Verbrennungen im Ofen braucht. Und auch für Fackeln. Von Fackeln braucht man nachher sehr, sehr viele, schon wenn man in Höhlensystemen ist und alles Mögliche. Ach, da unten ist ein Tintenfisch. So, jetzt springe ich wieder runter. Hab drei Steine gemacht. Geholt. Aber ich nehme mal lieber noch ein paar Steine mit. Noch drei, damit ich mir auch eine Axt machen kann. Weil man kann auch aus Steinen Werkzeuge machen. Also als erstes kommt Holz, dann kommt Stein, dann Eisen, dann Gold und dann Diamanten. So, zurück zur Crafting Table. Wir legen wieder Sticks übereinander. Nun eine Hacke. Also eine Spitzhacke. So, wir machen uns neue Sticks, legen die auch wieder übereinander und nun eine Axt. Äxte sind für Holzer. Die ziehen uns in die Leiste, die Holzhacke brauchen wir nicht mehr. Einfach rausziehen, hinklicken oder wenn ihr sie in der Hand habt, einfach G drücken. Die werde ich nämlich jetzt nicht mehr benötigen. So, jetzt werde ich mir noch von einem Baum ein bisschen Holz holen. Ah, hier ist ein Laubbaum. Die sehen so aus, so ein bisschen weiß. Haben auch andere Blätter. Es gibt auch noch Tannenbäume, aber naja, egal. Das sind alles nur normale Bäume, bringen alle das gleiche Holz, also wenn ihr es verarbeitet nachher. Hat also keine besonderen Auswirkungen. Achso, die Blätter, die verschwinden übrigens automatisch, wenn ihr alles Holz genommen habt. So, nun dazu, wie ihr euch möglichst schnell eine Art Haus, einen Unterschlupf baut. Ihr geht zur Crafting Table und baut euch in dieser Anordnung eine Tür, eine holzerne Tür. Die zieht ihr auch in die Leiste. Jetzt könnt ihr die Crafting Table ruhig mitnehmen, weil ihr die gleich brauchen werdet noch und nicht immer hier hinlaufen solltet. Ah, jetzt habe ich die Spitzhacke auch wieder aufgenommen, egal jetzt. So, jetzt, ihr solltet versuchen, möglichst nah am Spawn zu bleiben, sonst ist das ziemlich blöde. So, haben wir hier jetzt erstmal so gebaut. Jetzt baut ihr hier die Tür hin, könnt ihr mit links oder mit rechtsklick öffnen und schließen. Jetzt geht ihr rein. Mache erstmal ein bisschen Raum. Ich mache die Nummer 3 hoch, ist ein bisschen übersichtlicher nachher. So, brauche jetzt auch gar nicht so viel Platz. Jetzt erstmal ein bisschen. Ah, da ist auch schon Eisen. Ah, kann ich auch gleich zeigen, was man mit dem Eisen machen kann. Das ist ziemlich gut. Glück gehabt. So, das bauen wir auch mit der Steinhacke ab. Ja, Eisen kann man auch nur mit einer Steinhacke abbauen und halt alles darüber. Mit einer Holzhacke zum Beispiel würde es schon nicht mehr gehen.
Ja, ideal hier mit dem Eisen. Gut. So. Jetzt bauen wir uns die Crafting Table hier hin und werden uns erstmal eine Kiste bauen. Mit dieser Anordnung. Aber um euch was zu zeigen, werde ich jetzt mal zwei Kisten bauen. Und ihr zieht beide daraus. Jetzt könnt ihr eine Kiste bauen und hier seht ihr, ist das Öffnungsteil Schloss. Jetzt könnt ihr die andere Kiste daneben setzen und es ist eine große Kiste. Sonst ist das nur die Hälfte. So Sachen, die ihr nicht braucht, könnt ihr jetzt da rein tun. Aber wir brauchen nochmal die Crafting Table, denn in der gleichen Anordnung wie die Kiste macht ihr das mit Stein und habt einen Ofen. Den Ofen könnt ihr jetzt auch irgendwo hinbauen. In den Ofen könnt ihr nun Kohle reintun, damit der nachher angeht. Das Eisen kann man noch nicht verwenden, erst wenn es verbrannt ist. Ein Kohle verbrennt 8 Blöcke. Das verschwindet automatisch und die werden jetzt verbrannt. Das dauert seine Zeit. In der Zeit zeige ich auch, wie man sich Fackel macht, und zwar indem man Sticks nimmt. Ah, Moment, ich mache mir noch mal eben welche. So. Und darüber Kohle setzt. Wir nehmen alle mit. Die braucht man. Und bevor es dunkel wird, setze ich auch hier schon mal ein paar Fackeln. Auch vor der Tür. So. Wir sehen gerade. Ja, gut, die Sonne ist jetzt ziemlich weit oben. Nacht dauert noch. Ja, hier rein. So. Ja, gut, drei Eisen haben wir jetzt. Dann kann ich auch direkt zeigen mit den Werkzeugen. Das ist nämlich genau das Gleiche. Wenn ihr jetzt eine Eisenspitzhacke wollt. Die Sticks und wie beim Holz und wie beim Stein einfach die drei nebeneinander. Die höhere Materialien hauen erstens mehr Blöcke ab, also damit könnt ihr mehr Blöcke abhauen und es geht schneller. Ja, je nachdem welches Material könnt ihr halt ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil Gold zum Beispiel, mit Gold könnt ihr richtig schnell Blöcke abbauen, aber das ist total schnell kaputt. Eisen ist relativ schnell. Dauert ein bisschen, bis es kaputt geht, weiß ich nicht wie viele Schläge. Und ja, Diamanten, die ihr später irgendwann mal findet, die halten bis zu 1000 Blöcke. Ein Schlag zählt übrigens nur, wenn ihr den auch ganz abgebaut habt. Also nicht hier so ein Schlag, sondern komplett abbauen, zählt als ein Schlag. Vielleicht sieht man noch unten, wann da einer wegkommt. Also man sieht es ja, dass der grüne Balken da zurückgeht. Wenn man ein paar abgebaut hat. So jetzt hier gerade zum Beispiel. Ja. Und denkt auch immer schon Fackel machen. Und dann habt ihr erstmal eine Art Wohnung. In die Kiste könnt ihr alle Sachen tun, die ihr gerade nicht braucht. Falls ihr sterbt, sind die alle da drin. Aus dem Ofen die Sachen rausnehmen, in die Kisten tun, gerade so was Wertvolles. Ja, und dann könnt ihr eigentlich anfangen, Minen zu bauen. In der Nacht am besten reingehen, Sachen verbrennen, die ihr gefunden habt. Tagsüber Holz holen. Alles Mögliche. Ja, und das war auch schon eigentlich das Wichtigste, was man wissen sollte für den Anfang in Minecraft, um überleben zu können. Ja, ich danke euch dafür, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Scrap.